Moin, meine Freunde des guten Geschmacks. Es ist der heiß ersehnteste Handlungsstart. Von was ist die Rede? Von Avengers Infinity War. Dank Marvel und Disney konnte ich diesen vorher absehen. Und wie der jetzt ist, das gucken wir uns nämlich jetzt an. Und viel Spaß. Mit Avengers Infinity War erreicht die einzigartige filmische Reise, die vor 10 Jahren begann und das gesamte Marvel Cinematic Universe umspannt, nun einen fantastischen Höhepunkt. Im ultimativen Showdown müssen die Avengers und die mit ihren verbündeten Superhelden den übermächtigen Thanos besiegen, bevor er das Universum vernichten kann. Dr. Strange. Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen, dann bin ich Spider-Man. Yes! Avengers Infinity War. Ja, das ist kurz nochmal eine Einleitung, was es darum geht. Ich glaube, dafür muss ich nicht viel sagen. Viele haben, glaube ich, schon 7-8 Mal geguckt und haben sich natürlich schon vorab die Steelbook gekauft bei CD und was weiß ich naht. Ich habe ihn jetzt natürlich vor Heimkinostart, das ist der 6.9.2018. Kommt er ja auf DVD, Blu-rays und digital raus. Natürlich auch in 4K, ja, und 3D und so weiter. Ne? Ihr wisst ja, dass so das. Auf jeden Fall ist der Link hier drin in meiner Videobeschreibung. Wer das jetzt hier erwartet, dass es ein Spoiler ist, nein, es ist spoilerfrei. Die Spoiler-Kritik ist hier nochmal zu finden. Ja, und das war mal kurz eine Einleitung. Bevor ich aber gleich zu den ganzen positiven Sachen komme, sage ich mal, schauen wir uns mal das Cover an. Das Cover ist ja wirklich schön gemacht, wie auch dieses Kinoplakat. Wir sehen hier alle, die da drinnen vertreten sind. Ja, normales Avengers-Logo. Nochmal hier FSK 12, kann man wahrscheinlich auch drehen, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich immer ja so. Ihr wisst das ja, ne? Nee, doch nicht. Kann man nicht wenden. Ja, auf jeden Fall hinten ist dann hier nochmal hier Infos und so weiter. Da kommen wir nach später noch ein bisschen zu. Es gibt ja hier auf jeden Fall zusätzliche 10 mit Thanos. Das ist auch nicht schlecht. Da haben viele ja schon ein bisschen was das Clickbait gemacht, aber das war ja dann so, sag mal, es gibt ja in jeder Blu-ray, das ist, oder DVD, dass es zusätzliche 10 gibt. Ja, Featurettes gibt es hier auf dieser Disc, dann Pan vom Dreh, Audio-Kommentar und halt eine Disc ist in dieser Blu-ray drinne. Macht ein schönes Bild. Kann man ja nicht anders sagen. Und natürlich, der Ton ist auch bombastisch. Ist nämlich einmal DTS HD. Und ihr wisst dann, dann knallt euch das um die Ohren, wenn ihr eine fette Anlage habt. 149 Minuten ist der Film lang. Das muss man nichts zu sagen. Da kommen wir nämlich mal ein zu diesem trotzdem positiven Teil. Von Anfang an bis zum Ende spannend. Nur spannend, sei es als Marvel-Fan, dann sowieso generell, dass es sehr viel Fanliebe drin von Russell Brothers, das sind die Regisseure, die Story geschrieben von Christopher Marcus und Stephen McFeely. Die haben das schon sehr gut umgesetzt. Das Pacing ist stark von Anfang an bis zum Ende. Das auf jeden Fall weiter gibt es dann natürlich nochmal, dass ja, die Story einfach durchdacht ist. Es gibt sehr viele Mindfuck-Momente. Es ist einfach ein toller Film in diesem Sinne. Und da ist das auch wirklich ein großer Pluspunkt von mir als Marvel-Fan, dass man sagen muss, der Film hat einfach gerockt. Zudem, schauspielerisch finde ich auch, dass der Film nochmal eine Höhe höher gegangen ist. Die letzten Teile waren immer nicht schlecht im Schauspiel, okay. Aber dieser Teil war dramatisch gewesen und in Dramaturgie dann natürlich auch so ein paar Faktoren, wo man gehofft hat, oh mein Gott, wie wird das jetzt umgesetzt? Wie wird überhaupt Thanos, der Matt Titan, erstmal dargestellt? Richtig gut geschauspielert von Josh Brolin fand ich auf jeden Fall. Allein dieses Motion Capturing hat man nicht so teilweise gar nicht gemerkt. Fand ich sehr gut umgesetzt. Dann natürlich, klar, Robert Downey Jr. als Iron Man einen sehr starken Part gehabt. Sehr viel Screenplay. Also er war wirklich immer da gewesen auf diesem Bildschirm fast. Dann natürlich an Doctor Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch. Auch richtig gut. Und fand ich auch richtig gut gemacht, Chris Hemsworth als Thor. Der hat mal einen richtig starken Part gemacht. Das hat man bei Thor 3 auch gemerkt, wie stark der eigentlich sein kann. Und diese ganze Konstellation mit sehr vielen, sag mal, Überraschungen. Und natürlich auch so ein bisschen, wo ich sagte, ja, okay, sah auch ziemlich schwach aus, der Charakter. Ja, hat man nicht so gedacht. Und auch die Konstellation überhaupt mit den Infinity-Steinen. Jeder hat ja, wisst ihr selber, gedacht, was, wie geht's denn weiter? Ja, ihr merkt schon, für mich sind es auf jeden Fall sehr viele Faktoren. Kulissenmäßig, klar, sehr viel CGI von Greenscreen. War aber auch sehr gut umgesetzt, wie ich das fand, auf jeden Fall. Die Musik spielte nochmal einen rein. Es war wirklich dramatisch, schöne, bunte Musik. Alles Mögliche drinne. Also da ist schon einiges an guter Umsetzung gewesen, muss ich mal so sagen. Hat denn das überhaupt was zu meckern? Eigentlich nicht. Also vielleicht mal haben es mal ein paar Logikfehler, aber pff,
da kann ich mal drüber hinwegsehen. Also viele Marvel-Fans haben gesagt, ja, ja, muss das denn so sein? Ja, es ist eher auch nur, um die Leute zu füttern. Es ist nie was Neues. Also ich finde es auf jeden Fall was Neues. Also ich könnte es mir immer noch mal das dritte Mal angucken. Und ich bin gespannt auf Avengers 4. Und das ist nämlich die Einleitung für die Marvel-Wochen, Leute. Also es wird hier sehr viel über Marvel kommen, natürlich auch was über DC. Ich habe noch ein paar andere Kooperationen. Seid einfach gespannt, bleibt am Laufen. Wundert euch nicht, dass hier dann echt, sagen wir mal, 2 Monate lang die Marvel Weeks sind. Also sehr viel von Marvel wird auf diesen Kanal kommen. Ja, kommen wir zum Fazit. Fazit ist wirklich, habe ich schon einmal gesagt, ein super starker Superheldenfilm, der auch in die Richtung der Comics gut ankommt, sehr viele Überraschungen mit sich birgt und ja, also mehr kann ich gar nicht sagen, nur positive Dinge. Und was ist natürlich bei so viel positiven Dingen, was meint ihr? Eine 10 von 10! Ja, eine 10 von 10, boom, ne? Das ist auf jeden Fall drinne bei diesem Film. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich denke mal, ihr könnt jetzt mal ein bisschen was schreiben in die Kommentare. Und auf Facebook gibt es auch coole Fanpakete zu gewinnen zu diesem Film. Ja, macht mit bei Facebook auf meiner Seite Nerdtaste Movies and More. Genau das gleiche. Könnt ihr natürlich auch bei Instagram vorbeigucken und weiß ich nicht was, ne? Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!